Einen wunderschönen Freitagabend. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch gerne die neueste Folge InsideCoin an. Ich bin der Piemin und präsentiere euch heute die vier Themen bei den Gamesfeld-Nachrichten. Die Bloodborne-Serie von Sony ist offenbar bei HBO in Arbeit. Das Free-to-Play-Spiel The Division Heartland wurde angekündigt. Burning Crusade kommt bald in World of Warcraft Classic. Und Baldur's Gate Dark Alliance kommt auf die Konsolen. Wenn ihr auch nächste Woche immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und drückt auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Adept Persons. Half-cut blood is the best of desire. Laut einem Bericht auf der Website The Hashtag Show befindet sich aktuell die TV-Serie Bloodborne in Arbeit. Dabei handelt es sich um eine Serie von Sony und HBO im Souls-Franchise. Angeblich ist die noch in einer frühen Produktionsphase, wird aber vom Ansatz her mit der Serie Dread oder The Raid verglichen. Der Protagonist wird dabei mit einer scheinbar einfachen Aufgabe konfrontiert, bei der er sich durch eine Reihe von Feinden kämpfen muss. Zu Beginn sind erstmal 8 Episoden geplant, zum Ende einer jeden einzelnen soll es dann auf dem Höhepunkt zu einem Bosskampf kommen. Euch erwartet also eine visuelle Augenweide, ganz im Sinne der blutigen Gewalt der Souls-Reihe. Allerdings ist Sony auch mit einigen Elementen aktuell nicht ganz zufrieden, die sollen nun überarbeitet werden. Bis zur Ausstrahlung könnte sich also durchaus noch einiges ändern. Wie aus dem Nichts hat Ubisoft ein neues Spiel angekündigt. Noch im Laufe des Geschäftsjahres soll Tom Clancy's The Division Heartland erscheinen, also spätestens bis zum 31. März 2022. Der neue Ableger des französischen Herstellers wird dabei ein komplett neues Spiel und als Free-to-Play-Titel von Red Storm Entertainment entwickelt. Die hatten in der Vergangenheit auch an The Division und The Division 2 mitgearbeitet. Das Standalone soll dabei ein vollwertiger Ableger werden und die bekannten Spielmechaniken der vorigen Teile beinhalten. Vorab könnt ihr euch jetzt schon auf der offiziellen Internetseite als Beta-Tester einschreiben, aber auch weitere Projekte im The Division-Universum sind in Planung, unter anderem ein Mobile-Ableger und ein Film bei Netflix. Die Veröffentlichung von World of Warcraft Classic war für Blizzard Entertainment ein voller Erfolg. Seitdem warten viele Fans auf die Erweiterung Burning Crusade. Wie der Entwickler nun bekannt gegeben hat, müsst ihr euch auch gar nicht mehr so lange gedulden. Am 2. Juni um 0 Uhr ist es endlich soweit und die Scherbenwelt steht euch wieder zur Verfügung. Ab dem 18. Mai könnt ihr allerdings schon den Pre-Expansion-Patch herunterladen und schon mal fleißig Blutelfen und Draenei erstellen und leveln. Außerdem habt ihr noch die Wahl, ob ihr auf einem Classic Era Realm ohne Erweiterung spielen wollt oder auf dem Fortschrittsrealm. Wahlweise könnt ihr eure Charaktere aber auch klonen und beide Varianten spielen. Wir beschweren uns ja schon immer so ein bisschen, dass aktuell nicht so viele neue Spiele auf den Markt kommen. Also eigentlich der perfekte Zeitpunkt, an seinem Backlog zu arbeiten. Wenn ihr da zufällig Baldur's Gate Dark Alliance auf eurer Liste findet, dann habt ihr Glück gehabt. Denn 20 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung erblickt der Klassiker erneut das Licht der Welt, und zwar genau heute, ganz ohne Wartezeit oder drum und dran. Ab sofort könnt ihr das Spiel dann auch auf der PS4, Xbox One und Nintendo Switch genießen. Ein Remake oder Remaster solltet ihr indes nicht erwarten, sondern eine Portierung auf die modernen Geräte. Im Sommer kommen zudem noch weitere Versionen für Mobile und den PC. Der geistige Nachfolger Dark Alliance erwartet euch zudem schon im Juni. Das war's wieder mit den Gamesfeld-Nachrichten für heute. Da ist die erste Woche im Mai schon wieder vorbei und wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, schaut euch gerne die neueste Folge InsideCoin an. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Muttertag und bis Montag. Ciao!